GMPTV hier bei Day of Destruction Nummer 8. Neben mir Kevin Burmester. Kevin, du hast gerade einen sehr harten Fight gehabt gegen G-Lai. Du hast schon mal gegen ihn gekämpft. Erzähl mal uns von der ersten Begegnung. Also die erste Begegnung war im Januar, ich glaube am 14. Januar in China. Und da wurde der Kampf meiner Meinung nach zu Unrecht abgebrochen in der zweiten Runde. Meiner Meinung nach war mit mir nichts los und der Ringrichter hat auch, ohne dass ich zu Boden gegangen bin, den Kampf abgebrochen. Ja, was ich nicht so prickelnd fand, ich habe das hingenommen, weil ich ein Sportler bin, dass manche Entscheidungen einfach falsch sind. Und ja, heute habe ich bewiesen, dass das auch die falsche Entscheidung war. Hoffe ich doch. Ja, erzähl uns mal davon. Wie hast du den Kampf gesehen? Ich habe ihn einfach so gesehen, dass der Shilei ein sehr, ich hätte fast gesagt, zurückhaltender Typ ist, wartet, was ich mache. Und ich denke, das darfst du bei mir nicht so einfach machen. Ich denke, bei mir ist die beste Waffe, wenn du nach vorne gehst. Und das hat der Shilei heute nicht wirklich gemacht und ich denke, deshalb hat er auch verloren. Also was mir aufgefallen ist, dass er, ja, er hat teilweise wie ein Thai gekämpft. Ja. Ja, aber ich meine, das kannst du ja auch. Du kannst mit Ellbogen kämpfen, ohne Ellbogen, Rechtsauslage, Linksauslage. Du kannst eigentlich alles. In der Theorie kann ich alles, in der Praxis nicht so ganz. Ich hab's schon gesehen, wie du mit beiden Auslagen gekämpft hast. Also. Okay. Ja, da hast du mich erwischt. Wollte gerade sagen, auch mit Ellbogen, auch dein, ich finde, dein, hier darfst du natürlich nicht clinchen. Ab und zu ist es mal durchgekommen, auch saubere Arbeit. Dankeschön, vielen Dank. Noch was, es war auf jeden Fall ein harter Fight. Ja. Aber du hast keine Bedenken, du hast dich auf jeden Fall vorne gesehen. Auf jeden Fall, ja. Ich fand es auch kein umständliches Urteil. Ich finde, die dritte Runde hätte man vielleicht unentschieden geben können oder möglicherweise auch für ihn. Aber ich finde, die ersten beiden Runden habe ich ganz klar gewonnen. Und daher finde ich es nicht so schlimm, dass ich letzte Runde ein bisschen weniger Gas gegeben habe. Also ich finde auch, dass er schon nach der ersten Runde ein bisschen gehumpelt hat. Ja, ich habe das schon im ersten Kampf gesehen in China, dass die Chinesen so gut wie gar nicht blocken. Ich glaube, ich habe heute ein paar Kämpfe gesehen und nicht einen Block gesehen. Und ich denke, das liegt dann am Trainer, dass der natürlich das Blocken nicht beibringt. Und das ist natürlich fatal für einen Kämpfer im Kickboxen. Auf jeden Fall. Noch was. Ich habe vorhin mit deinem Vater und Trainer Lutz Burmester gesprochen. Du hast ja, wie gesagt, heute eine super Leistung gemacht, gebracht, aber mit gebrochener Nase. Ja, ich hatte leider ein bisschen Pech gehabt in der Sparringsphase. Und da hat mir ein Trainingspartner aus Versehen die Nase gebrochen. Das kommt leider vor, sollte zwar nicht, aber kommt vor. Und dann im ersten Sparring, was ich wieder gemacht habe nach dreiwöchiger Pause, habe ich leider das Pech gehabt, dass sie gleich wieder gebrochen ist. Und ja, das hieß dann für mich die letzten 6 Wochen kein Sparring. Und ich denke, vielleicht hat man das so ein bisschen gesehen, dass mir das vielleicht gefehlt hat. Ich sag mal so, ich finde, man hat es ja nicht angemerkt, dass die Nase gebrochen ist. Also normalerweise ist es ja wirklich so, dass man dann ja wirklich einfach mal ein paar Gänge zurückgeht und naja, man weiß nicht, nehme ich jetzt ein Ding, ist unangenehm. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sich das irgendwie gestört hat. Ich habe versucht, das niemanden sehen zu lassen, sag ich mal so. Und ich glaube, es war auch vielleicht auch ein bisschen glücklich, dass niemand es gesehen hat, weil ich hätte auch Pech haben können und sie fliegt nach dem ersten Schlag weg oder nach dem dritten Schlag weg und dann sieht man das und dann stehe ich hier 3 Runden Kampf und in der ersten Runde fliegt die Nase weg und das wäre natürlich unangenehm für mich gewesen. Du hast das auf jeden Fall super kaschiert und wie gesagt, das ist eine ganz schöne Leistung, mit gebrochener Nase reinzugehen und so eine Leistung abzurufen. Vielen Dank. Dann noch was. Was bedeutet die Mütze? Was hat das für eine Bedeutung für dich? Die Mütze war einmal der Zweck, da bin ich mit 18 nach Portugal geflogen und durfte um die Weltmeisterschaft kämpfen gegen den Titelverteidiger Milder de Oliveira. Und ich weiß gar nicht, warum mein Vater das gemacht hat, aber der hat mir einfach mal vor dem Kampf diese Mütze geschenkt. Und an dem Tag bin ich auch Weltmeister geworden. Und seitdem habe ich sie immer auf. Und offensichtlich bringt sie dir ja auch Glück. Offensichtlich, ja. Und Kevin, wie sieht die Zukunft aus? Welche Veranstaltungen sind demnächst geplant? Erstmal ist ein großes Turnier geplant in Merseburg. Ich bin nicht ganz sicher, welches Datum. Das ist, glaube ich, der 5. Oktober. Da kämpfe ich ein 4- oder 8-Mann-Turnier mit sehr starken Gegnern. Juri Makalov, Ali El-Saleh
Da habe ich auf jeden Fall noch was vor mir. Und ich versuche natürlich in den nächsten beiden, drei, vier Monaten auch noch 3-4 Kämpfe zu kriegen. Und ja. Da liegt ja ganz schön was an. Ja. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Möchtest du dich noch bei irgendjemandem bedanken? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen meinen Fans, die immer mitreisen mit mir, die auch weite Strecken zurücklegen, wie Greifswald. Natürlich nicht ins Ausland, aber weite deutsche Strecken immer für mich zurücklegen. Und ein Riesendank, dass sie mich immer unterstützen, dass sie mich hier in Wandsbek immer lautstark unterstützen und mich nach vorne pfeifen. Vielen Dank. Und selbstverständlich noch an alle meine Sponsoren ein Riesendank. Röll, Messebau, Tabasbar, Altamira in Altona, X-Runner, und Gladiator Fightwear. Vielen Dank. Ich danke dir für natürlich das. Vielen Dank an dich. Ich danke dir. Ich danke dir für das Interview.